Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin Hallo. Niklas. Ja, achso, ich bin der Micha. Ja, nee, ich war jetzt schon gerade bei... Weißt du, er hat einen Zettel hingehängt, da oben steht Abo. Ja. Und da dachte ich, was macht denn der Kollege von den Simpsons hier? Du meinst Apu. Nein, ne, doch. Heißt, nee. Der heißt Apu, der Verkäufer bei den Simpsons. Ja, genau. Richtig. Ja. Und dann gibt es den Aff noch. Das ist der aus Aladdin, der heißt Abu. Aha. Aber das, wir sollten mal kurz erwähnen, Abo. Genau. Lasst ein Abo da. Also, du wisst Bescheid. Lasst ein Abo da. Noppenstein kann man nie genug haben. Ach, nee. Die wichtigsten Dinge habe ich jetzt mal rausgehauen. Ja, das stimmt. Okay, nein, es geht heute. Weil jetzt stehe ich hier und sitze hier und habe keinen Plan. Deswegen sitzt er hier, er hat einen Plan. Ja. Bitte. Heute geht es um Autos, aber Science Fiction. Mhm. Quasi auch 1 zu 18, wie unsere, wir haben ja unsere 1 zu 18 Serie mit ganz, ganz vielen Autos und inzwischen haben wir ja auch ein paar, ja, Science-Fiction-Autos darunter. So. Und der Kollege heißt Blue Runner, oder was? Der heißt großer Blue Runner. Och, der große Blue Runner. Der große. Okay. Weil, wir hatten den schon mal. Ja, das weiß ich. Das ist auch ich glaube, das erste Science-Fiction-Modell, was wir hatten als Blueprint Special. Das kann gut sein. Ich musste auf jeden Fall im Archiv ein bisschen suchen, bis ich das Ding gefunden habe. Es stand irgendwo gefühlt in der letzten Ecke und ich musste erst mal gucken, wo es eigentlich gelandet. Wir haben schon ein paar Modelle im Archiv stehen. Oh, und wenn ja, dann hier so ein kleiner blauer irgendwo steht, dann ist das ein Wimmelspiel. Genau, den sucht man auch erstmal. Auf jeden Fall, genau. Den hatten wir schon mal und jetzt haben wir uns gedacht, 1 zu 18 Serie, wir machen ihn mal in Größe. Ja, warum auch nicht? Also ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen außen vor. Mhm. Es sieht schon abgefahren aus. Genau, das ist er auf jeden Fall. Und ich glaube, man erkennt schon, das ist ziemlich Science-Fiction-mäßig. Also Polizeiauto. Die Baurei vorne finde ich ganz cool eigentlich. Ja, das hat auch so seine Gründe, warum das so aussieht. So ein bisschen. Davon gehe ich aus. Wir haben uns da ein bisschen was beigedacht. Seit wann? Machen wir, ja. Mhm. Okay. Aber erstmal zum Modell selber halt. Er hat Türen, die aber Science-Fiction-mäßig nach oben aufgehen. Naja, es gibt es aber auf der Straße, da brauche ich kein Science-Fiction für. Gib nicht so an mit deinem Science-Fiction-Kram, ihr Dreckis. Das gibt es auch auf der Straße. Ja, das ist mir schon klar, aber es sieht halt cooler aus für ein Science-Fiction-Auto. Das ist richtig. Ja. Klar gibt es das auch so auf der Straße. Es würde noch cooler aussehen, wenn die Türen einfach nur so wegschweben und die schweben dann hier so, bis sie wieder zugehen. Das wäre natürlich mega cool, ist aber mit Noppenstein sehr schwierig. Gibt es sowas schon? Schwebende Türen. Du bist doch Science-Fiction-Special. Hast du alles geguckt? Du hast das Internet doch leer geguckt damit. Ich bin gerade am Überlegen, aber das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Nee, tatsächlich ein Film mit irgendwelchen schwebenden Türen. Ah, ich habe Ideen, oder? Also in den neuen Star Trek-Serien gibt es die schwebenden Gondeln, die sich so vom Schiff absetzen, aber sonst. Und die kommen auch wieder zurück. Ja, genau. Also die werden dann so, wenn das Schiff auf Warp geht, werden die so abgedockt quasi und dann schweben die auf Warp. Ach so. Ja. Okay. Ja, das kann er nicht. Hat keinen Antrieb. Auf Warp gehen? Nee. Okay. Auf jeden Fall, ihr seht das schon, ein Innenraum. Man kann auch hier noch diese Scheiben so ein bisschen hochklappen, um so ein bisschen mehr zu sehen. Mhm. Du siehst es besser als ich, also es ist auch kein normales Lenkrad drin, es ist eher du kennst dich damit besser aus. Das sieht aus wie ein Fluglenkrad, oder? Ja, genau. Oder Motorsport, also das, ich sag mal, so ein Formelrenner, der hat ähnliches Lenkrad. Ja. So ein paar Displays sind da drin und so. Und was ich sehr interessant fand, was unser Designer da eingebaut hat, er hat Scheiben im Boden. Was denn? Warte mal. Ja. Darf ich? Mach mal zu. Und dann guck dir das da mal von unten an. Ach, guck mal. Das sind Scheiben im Boden. Ah, das ist aber übel, wenn du mit dem Rock fährst. Ja, das ist richtig. Das solltest du vielleicht nicht tun. Aber an sich ist das ja eine schlaue Idee, weil wenn du mit dem Ding landen willst, kannst du halt auch unten gucken und siehst, was gerade unter dir ist. Also der landet so. Ja. Nicht so. Nee, nicht so. Ja, also der braucht keine Flugbahn, keine Landebahn, sondern der Senkrechtstarter quasi. Aber wenn der senkrecht startet, dann müsste er doch auch irgendwas düsenmäßig haben. Ja, ich denke mal, das ist das hier so ein bisschen, diese Teile und so. Oder das hier auch. Beleuchtung hat er natürlich auch unten, weil muss ja nach unten.
Also ihr habt Ideen. Wir haben Ideen, ja. Ihr habt Ideen. Passiert. Sehr cool. Okay. Und der hat ja keine Motorhaube oder sowas. Also hier vorne ist ja frei. Hier sind ja nur die Scheinwerfer. Deswegen ist der Motor hinten. Und deswegen kann man... Ach, der hat einen Motor. Der hat einen Motor. Das ganze Teil... abnehmen. Und da hat unser Designer natürlich auch einen schönen Motor eingebaut. Aha. Ist das cool? Ja, ich überlege nur gerade, weil, wie gesagt, ich versuche nur rauszufinden, was für einen Antrieb der hat. Also, weißt du, düster jetzt? Oder was braucht der? Was tankt der? Was der tankt? Das ist eine gute Frage. Ja, mit mir dreht es schon gemein, gell? Ja, ich weiß, du stellst immer Fragen. Was tankt der denn? Das ist bestimmt so eine Art Elektroauto. Auch noch. Also er hat einen Motor, der wird düst und ist Elektro. Genau, der wird bestimmt elektrisch angetrieben. Mhm. Okay. Ja, das mag sein. Oder Wasserstoff. Ab an die Wallbox. Okay. Also das ist der große Blue Runner. Den kleinen Blue Runner haben wir gezeigt. Aber genau. Du hast doch noch eine Besonderheit. Richtig. Du hast doch da noch so ein Ding stehen. Erstmal das und ich habe hier nämlich auch so, also wenn ihr den baut, ihr habt so Teile. Ist ja ein Bluebook Special, also ihr findet die Anleitung auf der Webseite. Ach, das ist nicht abgefallen, das sind Sonderteile, Extrateile. Die bleiben quasi übrig, das hier, wenn man den so jetzt aufbaut. Ja. Und in der Anleitung findet ihr das auch, da gibt es einmal die Version Fly Mode und Drive Mode. Und das hier ist jetzt hier der Fly Mode. Ja. Und diese Teile braucht ihr, wenn ihr den in den Fahrmodus haben wollt. Also wenn er fahren soll, normal auf der Straße. So fliegt er in der Gegend rum und dann kann er sich quasi umklappen und sowas. Und dann kommen nämlich hier so diese Räder aus dieser Kugel. Das hier geht dann so nach oben. Und dann kommen jetzt hier so die Räder drauf. Jetzt erleuchtet mir einiges. Weil ich habe noch überlegt, du willst mir was von Auto erzählen? Und er hat nur hinten Räder. Genau. Weißt du? Er hat nur hinten Räder. Da hatte ich schon so ein bisschen mal ein Problem mit. So, deswegen habe ich jetzt mal unseren Prototypen mitgebracht. Der natürlich farblich nicht stimmt, aber hier könnt ihr nämlich sehen... Also das ist die richtige Farbe. Das ist die richtige Farbe, richtig. Mhm. Und hier könnt ihr aber jetzt eben sehen, dass so sieht er nämlich aus, wenn er dann im Fahrmodus ist, quasi. Also mit diesen Teilen baust du den so um, dass er so aussieht von der Form her. Von der Form. Farbe, klar, Prototyp, aber... Und so kann er jetzt auch richtig... Also, weil hier, hast du ja selber gesagt, hier sind natürlich vorne keine Räder drin. Braucht er ja auch nicht, wenn er fliegt. Jetzt auf einmal gefällt mir das Modell. Also wärst du jemand, der sagen würde, damit kann das so würde ich nicht so Räder und ja, so gefällt er mir. Ja, also Fliegmodus, Drive-Modus, also Fahrmodus. Und Niklas und ich haben auch festgestellt, die haben beide einen Tarnmodus. Ja, genau, wir müssen mal tauschen. Ne? Wenn ich den jetzt hier hinhalte und du hältst den bei dir so hin, sieht man sie nicht mehr. Oder? Ja, genau. Okay, Haben wir? Ja. Was möchtest du noch erzählen? Möchtest du was zeigen? Möchtest du was lesen? Was möchtest du? Wie ist denn so der Tagesablauf noch? Ich werde jetzt mal kurz zusammenfassen. Okay. Also, das ist unser großer Blue Runner, ist ein Blue Brick Special. Hat die Setnummer 105505, hat 1058 Teile, kostet 42,95, ist 34 cm lang, 29 cm breit und 10 cm hoch und ist zu bauen, guter Durchschnitt. Und ist umbaubar. Also und, Umbau, genau, also das hat zwar ein 2-in-1-Set, wenn man so will. Ja, im Grunde genommen, ja. Mhm. Genau. Und falls ihr Interesse noch an solchen Fahrzeugen habt, wir haben hier auch noch unseren Grey Runner, der quasi von uns so in dieselbe Welt gehört und auch im selben Maßstab ist. Mhm. Weißt du, was mir gerade so auffällt? Was? Weil wir haben vorhin ein Video gedreht mit einem jungen Mann, der hier die ganze Zeit nur so rumsteht. Könnte Sie mal das graue Teil da oben bitte mal rüberreichen? Ja, du müsstest jetzt... Ja, du hast die Kamera so weit nach hinten gestellt. Jetzt kommen wir da vorbei. Das kriegt er hin. Ich glaube nicht. Zum Glück ist er ja auch ein schmales Kerlchen. Wie kommt das Auto jetzt hierher? Das ist eine gute Frage. Niklas, kannst du das Auto mal abholen? Er traut sich nicht in die Kamera. Ich lehne mich rüber. So, also das graue Teil, 1900, Ende 60, Anfang 70. Ja. Und das Ganze dann ungefähr 100 Jahre später, oder? Ist das nicht 100 Jahre später das? Also ja, umgedreht? Kann hinkommen, auf jeden Fall. Cool, gell? Ja. Ich komme auf blöde Ideen.
Dann machen wir den Schluss. Ja, aber ist doch cool. Jetzt wird es wieder wahnsinnig. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ja. Nomsteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr. Und viel Spaß beim Bauen. Ja, was denn jetzt? Ja, das weiß ich auch nicht, aber der kriegt mir jetzt einen Lachanfall. Macht's gut. Ich weiß auch nicht, was er hat. Okay. Naja, könnte hinkommen. Oder? Ja. Also 100 Jahre später? Mhm. Also